Muskelgewebe, Hautteile oder sogar so eine Mini-Niere oder Mini-Herz, das konnte bereits alles mit einem 3D-Biodrucker ausgedruckt werden. Und jetzt frage ich mich, können wir schon bald ganze funktionierende menschliche oder tierische Organe einfach so ausdrucken und implantieren? Ich habe ein spannendes Paper dazu gefunden und mit Experten gesprochen. Und damit willkommen bei Breaking Lab, Jakob hier, los geht's! Wenn menschliche Organe einfach so aus dem 3D-Drucker kämen, würde Folgendes passieren. Erstmal das Problem, einen passenden Organspender zu finden, was massiv ist, das fällt einfach mal weg. Alte und kranke Organe, die könnten durch neue, frische und einwandfrei funktionierende Organe einfach so ausgetauscht werden. Und außerdem könnte man künstliches, tierisches Fleisch aus tierischen Zellen drucken, was die Lebensmittelindustrie revolutionieren würde und auch der Umwelt helfen würde. Und deswegen habe ich mich gefragt, auf welchem Stand ist denn die Forschung im Hinblick auf den Druck von Organen oder anderen Körperteilen mit einem 3D-Drucker? Eins vorweg, diese ganzen Drucker, die benutzen als Material echte Zellen. Und das ist schon ziemlich spooky. Bei den klassischen 3D-Druckern, die Sie auch im Fachgeschäft kaufen können mittlerweile, verarbeiten Sie ja meistens rigide Polymere. Und eben beim Biodruck werden lebende Zellen verarbeitet. In unserem 3D-Drucklabor in der Uni habe ich mein Herz gedruckt. Okay, es ist nicht mein Herz, es ist ein Herz, weil ich dachte, es wäre sehr egoistisch, wenn ich nur dafür einen CT-Platz belegen würde. Aber es ist irre, was für Ähnlichkeiten dieses gedruckte Herz mit einem echten Herz aufweist. Und Biodrucker, die funktionieren tatsächlich relativ ähnlich. Das funktioniert gar nicht so anders. Nur, dass man da eben eher eine hochviskose Flüssigkeit oder ein Gel benutzt, was man dann eben drauf ablegt, natürlich, dass irgendwie kompatibel mit den Zellen ist. Bioprinting ist noch eine ziemlich neue Technologie und die nutzt sehr ähnliche Ansätze wie ein 3D-Drucker, aber mit organischen Substanzen halt. Simpel gesprochen werden beim Bioprinting menschliche oder tierische Zellen als eine Art Tinte benutzt, im Gegensatz zum Kunststoffdraht, also zum Filament, beim normalen 3D-Drucker. Um das mal vorab zu sagen, zurzeit beschränkt sich die Anwendung des Biodrucks im Wesentlichen darauf, dass sogenannte Gewebegrundgerüste gedruckt werden. In diesem Gerüst reift im Endeffekt dann nachher das Organ heran oder die Zellen und das relativ selbstständig. Das heißt, man setzt die da rein und dann wachsen die von selbst daraus. Eine wichtige Voraussetzung dafür ist, dass alle Umgebungsvariablen für die Zelle passen. Da müssen so Voraussetzungen geschafft werden, wie dass man ungefähr eine Körpertemperatur hat in dem Drucker. Dann muss das richtige Sauerstofflevel, das richtige CO2-Level vorliegen, die richtige Luftfeuchtigkeit. Dann muss es natürlich steril sein, das heißt, es ist alles irgendwie eingehaust und du hast so einen Filter, wo du Stoffe rausfüllt das davor. Zurzeit bleibt es bei der Heranreifung von einfachen Strukturen wie Hautteilen, Muskelgewebe oder simplen Teilen von Organen. Aber es gibt hier ein ziemlich spannendes Paper und den Forscherinnen und Forschern ist da was Unglaubliches gelungen. Aber erstmal ganz kurz zum Druckvorgang eines 3D-Biodruckers. Zuerst wird eine Datei erstellt, die der Drucker lesen kann. Quasi so eine Druckvorlage wie eben beim normalen 3D-Drucker auch. Aber hier beim Biodrucker basiert die Vorlage meistens auf CT- oder MRT-Scans. Und der zweite Schritt ist dann die Zelltinten. Herstellung. Also das Druckmaterial wird als Biotinte bezeichnet und besteht aus den Zellen, den lebenden Zellen und einer hydrogenen Matrix. Wie gesagt, ein hochwasserhaltiges Polymernetzwerk, meistens nur ganz geringe Anteile an Feststoff und fast über 95-97% wässrige Lösung. Die benötigten Zellen werden vorab gezüchtet und sie werden dann recht zeitnah, weil die halt sonst Schaden nehmen, in ein polymeres Gel, zum Beispiel auf Alginat, also auf Braunalgenbasis, eingeschlossen. Dann wird dieses mit Zellen beladene Gel in Patronen gefüllt. Und laut dem Zukunftsinstitut gibt es derzeit zwei gängige Methoden beim letztendlichen Drucken des Gewebegerüsts. Zum einen ist es das Laserprinzip. Hier wird mithilfe eines Laserstrahls ein Dampfdruck erzeugt. Durch diesen werden dann winzige Tröpfchen des Gels mit den eingeschlossenen Zellen auf eine Unterlage so geschleudert. So bildet sich dann Tropfen für Tropfen das Gewebe. Und das Gel, das erstarrt übrigens beim direkten Erstkontakt mit dem Laser. Und dann wird daraus so eine Gewebestruktur. Also es verflüssigt sich nicht, sondern es wird zu einem stabilen Gerüst. Und in diesem Gerüst wachsen dann, wie eben schon beschrieben, die Zellen. Die zweite Methode, die fällt unter das sogenannte Tintenstrahlprinzip. Hier spritzen zwei Düsen abwechselnd Flüssigkeiten auf eine Unterlage. Aus der ersten Düse kommt zellflüssiges, schnell festwerdendes Hydrogel. Aus der zweiten Düse kommt dann das Gel mit den lebenden Zellen, die über verschiedene Druckköpfe bzw. Düsenaufsätze je nach gewünschter Struktur unterschiedlich angeordnet werden.
Das Hydrogel, das bildet dann das stabile Gerüst für das Gewebe und die Zellen, die siedeln sich in diesem Gerüst an. Anschließend lösen sich die harten Bauteile, also der Kunststoff, mit der Zeit auf, sodass die Zellen ihre Funktion übernehmen und das Gewebe oder die Organe sich von selbst fertigstellen. Und der Druck der lebendigen Zellen findet bei beiden gängigen Methoden Schicht für Schicht statt, was als additive Fertigung bezeichnet wird. Ich wollte aber genauer verstehen, woher die Stammzellen denn jetzt genau kommen, also die Zellen, woraus dann das Organ wächst. Und hier wird das angesprochene Paper ziemlich spannend. Was die quasi gemacht haben, ist wirklich das Fettgewebe und damit auch Zellen von dem Patienten zu entnehmen. Und dann haben sie die Zellen und das Proteingewebe oder auch die extrazelluläre Matrix, wie man so schön sagt, voneinander getrennt. Haben dann die Zellen dazu gebracht, sich in pluripotente Stammzellen zurückzuentwickeln. Also so, dass diese Zellen sich in verschiedene Zellarten wieder differenzieren können. Und das hat ein Riesenpotenzial eben in der regenerativen Medizin. Ist das noch nicht so sehr verbreitet, aber es hat ein Riesenpotenzial und wird aktuell sehr stark eingesetzt im Bereich der In-vitro-Gewebemodelle zum Beispiel. Und diese Stammzellen, und das ist wirklich total verrückt, die werden dann einfach in die passende Umgebung gebracht. Also einfach. Naja, und diese Umgebung, das ist dann die Umgebung, wo die gewünschte Zelle, die man halt entwickeln möchte, auch normalerweise wäre. Michael hat mir das ziemlich eindrücklich erklärt. Du musst es quasi schaffen, dass die Voraussetzungen für diese Zelle einerseits alle gegeben sind, die sie haben möchte, nicht nur chemisch, sondern auch mechanisch. Die Zelle merkt, welche Festigkeit hat das Gewebe. Die Zelle merkt, wird gerade an mir gezogen, meinetwegen, es wird stark an mir gezogen, dann bin ich wohl eine Sehne. Es wird nicht so stark an mir gezogen, bin ich wohl ein Muskel. Und das muss man sich einfach mal vorstellen. Also total das absurde Bild. Und diese Forscher vom Paper, die haben nun was sehr Geniales geschaffen. Das Forscherteam der Universität Tel Aviv soll erfolgreich ein Herz mit menschlichen Zellen gedruckt haben. Und dieses Herz soll vollständig den immunologischen, zellulären und anatomischen Eigenschaften eines menschlichen Patienten entsprochen haben. Allerdings hatte es nur die Größe eines Kaninchenherzens, also es war sehr, sehr klein. Aber das ist eine Premiere gewesen und es ist unfassbar komplex, was da mit Biodruck gelungen ist. Ja, also es ist ein sehr kleines Herz. Es ist, glaube ich, so jetzt eher auf der Größe von einem Kaninchenherz oder so. Ein paar Zentimeter groß. Und dieses Herz, das natürlich wirklich der Geometrie dann entspricht, wie es im Menschen aussehen würde, erfüllt die Funktionen dann wieder noch nicht so ganz. Also das muss alles noch zusammengebracht werden, aber ein Riesenerfolg. Die Zellen beim Organdruck, die entstammen entweder mehreren Arten von Stammzellen, die zum Beispiel aus der Fruchtblase von Schwangeren gewonnen werden, oder sie sind im Idealfall körpereigene Zellen der Patienten, damit der Körper das Organ nicht als Fremdkörper abstößt. Außerdem soll es Anthony Atala vom Institut für Regenerative Medizin an der Wake Forest University in North Carolina mit seinem Team gelungen sein, eine funktionsfähige Miniaturen ihre zu drucken. Es gibt aber ein Anwendungsfeld, was ich super interessant finde, was auch schon in der Realität stattfindet. Bisher wird es eingesetzt als Test für Medikamente schon. Solche Sachen, also wo halt ein kleines Leberwürfelchen meinetwegen gedruckt wird oder sonst wie hergestellt und das benutzt wird, um zu testen, wie sich ein Medikament im Körper verhält. Für solche Sachen, eben um Tierversuche zu vermeiden und nochmal ein bisschen bessere Daten zu bekommen, das ist auf jeden Fall derzeit eine Anwendung. Somit können Medikamente also noch besser getestet werden. Und das ohne Tierversuche und mit einer höheren Vergleichbarkeit zum Menschen. Und das muss man sich einfach mal überlegen, wie schwierig es heutzutage ist, Medikamente zuzulassen, da es viele, viele Teststufen gibt. Und mit dieser Methode könnte man dieses Verfahren vielleicht etwas vereinfachen und sicherer machen. Und das bringt mich zu einem anderen spannenden Projekt mit dem Titel Es wird Zeit. Und hier geht es um die Frage, wie unsere Zukunft aussieht. Und gerade in unserem Gesundheitssystem sind das ziemlich spannende Fragen. Zum Beispiel, wie sehr würdet ihr der Aussage zustimmen, dass Wissenschaft und Technik Lösungen für die Umweltkrise bringen? Ich habe ja schon mal ein Video dazu gemacht. Und gerade für die Gesundheit ist das mit massiven Folgen verbunden, wenn wir die Erderwärmung weiter so vorantreiben. Aber mit solchen Technologien wie dem 3D-Druck sehe ich da tatsächlich Chancen, aber auch Gefahren. Zum Beispiel, dass man der Illusion erliegt, dass das alles super schnell und problemlos für alle Menschen der Welt einsetzbar sein wird. Eine andere spannende Frage aus dem Projekt finde ich, in 20 Jahren wird die Welt weniger gut sein als heute oder genauso gut wie heute oder vielleicht sogar besser? Da würde ich erst einmal sagen, dass neue Technologien, wie in der Vergangenheit ja auch immer gezeigt wurde, zu mehr Luxus führen und es besser für uns wird.
Aber ich gebe auch zu, ich bin da vielleicht ein bisschen naiv und gehe davon aus, dass Trump und Co. bis dahin unsere Welt nicht in Schutt und Asche gelegt haben. Aber komm, wir wollen mal positiv bleiben. Oder schaut euch mal diese beiden Fragen hier an. Die finde ich auch ziemlich faszinierend. Also zum einen, was ist für euch das wichtigste Thema aus der Auswahl, die ich hier euch zeige? Und die andere Frage ist, glaubt ihr, dass ihr besser, genauso oder schlechter als eure Eltern leben werdet? Also wie ist euer Leben im Vergleich zu denen? Das sind zwei ziemlich faszinierende Fragen, die einen zum Nachdenken anregen. Und wenn ihr der Forschung helfen wollt, dann macht mit bei dieser großen Umfrage auf arte.tv/es-wird-zeit. Und da sind wirklich spannende Fragen dabei, die auf jeden Fall für jede Menge Diskussionsstoff unter Freunden sorgen können oder euch einfach zum Nachdenken anregen. Also ich mache da selber mit, ich finde das eine coole Sache. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Macht's gut, bis dahin, euer Jakob.